Sehr geehrter Herr Pfeiffer, ich beabsichtige noch 1949 mein Geschäft, das ich Ihnen verpachtet habe, wieder zu übernehmen. Sie haben Ihre Zahlungsverpflichtung nur willkürlich erfüllt, so wie es vor 1945 üblich war. Meine Forderungen an Sie beziffere ich auf 10.000 Goldmark. Hochachtend, Fritz Beckhardt. Klein beigeben war meines Vaters Sache nicht. Bis zum Schluss nicht. Nein. Er hat ja auch fast einer der ganz, ganz wenigen, die ihr Haus bewusst nicht verkauft haben. Er hat immer gesagt, wir kommen zurück. Wiesbaden 1949. Wie überall in Deutschland redet man von Neuanfang und von Versöhnung. Bundespräsident Heuss und der amerikanische Hohe Kommissar McCloy wohnt in einer Feierstunde der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Wiesbaden bei. Nach einer Rede des deutschen Staatsoberhauptes von hohem menschlichen und geistigen Format sprach Dr. Alfred Meyer, der jüdische Vertreter, über Weg und Ziel aller Religionen. Die Liebe von Mensch zu Mensch. Sehr geehrter Herr Beckhardt, über den Inhalt Ihres Schreibens bin ich etwas betroffen. Ihre Forderungen kann ich nicht mit unseren Besprechungen über eine freundschaftliche Lösung in Einklang bringen. Sie entsprechen mehr der derzeitigen stärkeren Position. Vor vielen Jahren hat Fritz Beckhardt sein Geschäft aufgeben müssen. Die Rückkehr hat er sich einfacher vorgestellt. Von da an war bis zu seinem Todestag das Leben meines Vaters ein Kampf. Unser Geschäft, das ging von Anfang an überhaupt nicht. Wir waren ja nicht erwünscht. ...1916. Der Erste Weltkrieg bringt neue Waffen, neue Helden, Jagdflieger wie Richthofen, Immelmann oder Bülke. Draufgängertum, Mut, Modernität. Der Ruf der Fliegertruppe zieht junge Männer magisch an. Einer von ihnen ist der Infanterist Fritz Beckhardt. Er ist Jude und gilt deshalb als Soldat zweiter Klasse. Dennoch ist er schon Unteroffizier, wegen besonderer Tapferkeit. Adler, Löwen, Totenköpfe haben die Piloten auf ihre Maschinen als Glückszeichen gemalt. Fritz Beckhardt wählt für sein Flugzeug ein altes Sonnensymbol, das mittlerweile bei nationalgesinnten Kreisen Mode ist. Das Hakenkreuz. Seine Schwester hat es ihm als Amulett geschenkt. Fritz macht sich in der Elitetruppe schnell einen Namen. 17 Abschüsse werden die Akten später verzeichnen. Fritz kämpft für sich, für den Kaiser, für Deutschland. Er wird mit fast allen hohen Orden dekoriert, die das Deutsche Reich zu vergeben hat. Da war er stolz, vielleicht auch zu Recht. Auch schon in der Familie hat dieses Wir sind Deutsche, dieses Bewusstsein, ein Deutscher zu sein, das war ausgeprägt. Die Fliegertruppe ist ein exklusiver Club. Hier entstehen Freundschaften, Legenden und Karrieren. Fritz gehört dazu. Er fliegt im gleichen Geschwader wie Hermann Göring. Der wird 20 Jahre später der zweite Mann nach Hitler sein. Und Fritz Beckhardts Foto prangt nach dem Krieg auf dem Titel eines populären Buches über jüdische Fliegerhelden. Zu Hause im rheinhessischen Wallertheim wird Fritz begeistert empfangen. Doch es hält ihn nicht lange. Er muss Geld verdienen. Er wird Handelsreisender und lässt das Weindorf, die kleine Synagoge, die jüdische Gemeinde hinter sich. Wiesbaden. Nach dem Ersten Weltkrieg gehört die Stadt zum französisch besetzten Teil des Rheinlands. Die Besatzung empfinden die Deutschen als Demütigung. Doch ansonsten lebt es sich gut im ehemaligen Lieblingskurort des Kaisers. Das ist der Ort, an dem Fritz Beckhardt sich niederlassen möchte.
Er ist jetzt 37 Jahre alt. Er hat die richtige Frau gefunden. Emma Neumann aus einer angesehenen jüdischen Familie im romantischen Vorort Sonnenberg. Von seinem Schwiegervater übernimmt er das florierende Geschäft, verkauft Kaffee, Lebensmittel, Bekleidung. Zu Anfang ist es eine Ehe ohne Schatten. 1927 wird Kurt geboren. 3 Jahre später Hilde. Die Beckhardts sind in Wiesbaden-Sonnenberg angesehene Leute. Sie haben ein Auto, sie haben Personal. ...1930 kommt ein neues Dienstmädchen zu den Beckhardts, Lina Lahr. Meine Mutter war eine sehr einfache, aber herzensgute Frau. Und ja, sie war eigentlich so das Dienen von Natur aus gewohnt. Von Kind auf schon eben dieses Dienstmädchen, dieses Dienen und Bedienen. Emma Beckhardt hat seit der Geburt ihrer Tochter gesundheitliche Probleme. Die Ehe wird distanzierter. Fritz beginnt ein Verhältnis mit Lina, dem Dienstmädchen. Für meine Mutter war natürlich die Attraktion erstens einmal, er war ja nun der Herr, ne? Dann seine Erfahrenheit, ne? Und sie war total unbedarft. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass das ihr erster Mann überhaupt war. Und für ein Mädchen vom Lande, von einem kleinen Dorf, war er der Weltmann. Das hat ihr mit Sicherheit sehr, sehr imponiert. Fritz führt Lina in Cafés, zum Tanzen, sogar nach Stuttgart, in die Oper. Und er verheimlicht es nicht vor seiner Frau. Auch für ihn ist es mehr als eine Affäre. Es war schon sicherlich eine beiderseitig gewünschte Beziehung. Und inwieweit sie von meiner Mutter toleriert, gewünscht, ganz bestimmt nicht, war, das kann ich nicht sagen. In Sonnenberg stehen die Häuser eng beieinander. Es gibt nicht viele Geheimnisse. Fritz Beckhardt lebt ein selbstbewusstes Leben als angesehener Bürger. Er hat ein gutes Verhältnis zu den nationalen und zu den sozialdemokratischen Nachbarn, ist Mitglied im Reichsbund jüdischer Frontkämpfer, macht mit beim Turnverein, beim Gesangsverein. Bald ziehen Lastwagenkolonnen mit flatternden Hakenkreuzfahnen über die Taunusstraßen. Bierdunst, Geschrei, Imponiergehabe umweht die SA-Trupps. In den Dörfern finden sie ein dankbares Publikum. Der 30. Januar 1933 macht aus dem Spuk endgültig Realität. Kaum sind die Nationalsozialisten in Berlin an der Macht, rufen sie am 1. April zum Boykott jüdischer Geschäfte im ganzen Land auf. In Sonnenberg wird der Laden der Beckhardts belagert. Als die SA-Leute auf der anderen Geschäftsstraßenseite standen und das Geschäft boykottiert haben, haben die Leute, das ist mir noch im Bewusstsein, 1 oder 2 Frauen wurden angepöbelt, als sie zu uns gehen wollten. Und eine Frau, die ich später noch gekannt habe, nach meiner Rückkehr, die hatte ich ihnen entgegengestellt, sehr mutig. Und ich kann mich noch ganz präzise erinnern, dass mein Vater mich an die Hand genommen hat. Er hat einen weißen Kittel und ist mit mir rausgegangen und hat guck, Kurtje, da drüben stehen sie, da haben sie die Jut seine Hose an, die sie nicht bezahlen können. Und jetzt machen sie hier diesen, was immer, Radau oder wie er das bezeichnet hat. Das war mir noch sehr gut in Erinnerung. Als ehemaliger Frontsoldat kämpft Fritz Beckhardt gegen die Diskriminierung. Er legt alle seine Orden an und reist nach München, in Hitlers Parteizentrale. Doch dort wird der frühere Kriegsheld nicht ernst genommen.
Der Boykott zeigt Wirkung. Die Geschäfte gehen schlecht und in Sonnenberg, wo jeder jeden kennt, werden die Beckhardts als Juden nun geschnitten. ...1934 entschließen sie sich, das Geschäft zu verpachten und in die Wiesbadener Innenstadt zu ziehen, in das Haus eines jüdischen Eigentümers. Es scheint so, als ob die Beckhardts hier Ruhe finden könnten. Ein Nachmittag auf dem Balkon. Mit Eltern, Schwiegereltern und Kindern. Doch von einem Kind gibt es keine Fotos im Familienalbum. Lina, das Dienstmädchen, hat einen Sohn bekommen. Die beiden leben nun in Mainz. Die Mutter hatte mich also immer von allem ferngehalten. Das heißt, ich hatte auch keine Freunde, außer den Schulkameraden. Aber ich durfte nicht mitspielen, durfte auch nicht, da waren ja jährlich sogenannte HJ-Festspiele. Ne? Ich war ja noch zu jung, um dazuzugehören, aber ich durfte auch nicht dahin. Ne? Also ich war immer voll auf die Mutter konzentriert und sie natürlich auch auf mich. Ne? Das war unsere wenig Freizeit, die sie hatte, haben wir dann immer gemeinsam verbracht. Werners Bruder Kurt kommt auf eine neue Schule. Hier in der Volksschule Lorcherstraße ist er der einzige jüdische Junge in der Klasse. Der Schulrat kam zur Prüfung in SA-Uniform und es wurden so die üblichen Fragen. Wir waren, also ich wenigstens war ziemlich angespannt. Und unter anderem fragte er, wer kann denn ein HJ-Lied singen? Oder ein Hitlerjugend? Ich weiß nicht, ob sie damals die Abkürzung benutzen. Und es hat sich keiner gemeldet. Und da dachte ich, ich melde mich. Und ich habe mich gemeldet. Und dann kam ich raus, stand vor der Klasse. Und da habe ich gemerkt, so im Vorgehen, dass das dem Lehrer äußerst peinlich war. Und ich habe mich da gefreut, so eine Art Ironie, obwohl mir das als Ironie damals noch gar nicht bewusst war. Aber ich dachte, ja, ich kann dem das jetzt zeigen. Und dann habe ich dann mich da vorne hingestellt und habe das HJ-Lied gesungen. Ein Hitlerjunge hält treu die Lage wacht. Die Sterne funkeln und dunkel ist die Nacht. Im Zelte schlafen schon all die Braven und in den Wimpeln, da weht der Wind. Wenn die anderen Kinder Religionsstunde haben, spielt Kurt alleine auf dem Schulhof. Über die Freistunde freut er sich. Mein Großvater war äußerst religiös, aber mein Vater überhaupt nicht. Der hat mir gesagt, dass es nicht nötig ist, in eine Synagoge zu gehen oder auch Kirche. Er hat mir erklärt, als kleiner Junge, was prägend für mich war, der liebe Gott ist überall. Ob du in den Wald gehst, ob du durch die Anlage gehst oder durch die Stadt in einer Straße, überall ist der liebe Gott. Kurts Bruder Werner fährt immer wieder mit seiner Mutter in deren Heimatdorf Steinbockenheim. Hier wissen alle, dass er der Sohn eines Juden ist. Ich fühle mich hier nicht zu Hause, nicht aufgenommen, nicht angenommen, sagen wir mal so. Ne? Wobei nochmals die Frage, unehelich dominierend oder jüdischer Vater, das weiß ich nicht und wusste es damals sowieso nicht. Ne? 1935. Die NSDAP hält in Nürnberg ihren jährlichen Parteitag. Hitler forciert den Terror gegen die Juden. Er lässt die Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes beschließen. Verkündet werden sie von Hermann Göring. Beschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Die Rassegesetze werden sich direkt auf das Leben der Beckhardts auswirken. Fritz' Liebesaffäre mit Lina, die immer noch andauert, gilt jetzt als Rassenschande. Nachbarn denunzieren die beiden. Am 27. Oktober 1937
wird Fritz verhaftet. Der Papa, der ist nicht da, den haben sie abgeholt. So wurde uns, mir, ich weiß nicht, wie das meine kleine Schwester damals empfunden hat. Und naja, ich habe mir gar nichts Ernstes dabei gedacht. Für mich war der Alltag, in die Schule gehen und nachher spielen und das war für mich viel, viel wichtiger. Im Wiesbadener Landgericht wird Fritz Beckhardt der Prozess gemacht. Das Liebesverhältnis zwischen einem Mann und einer Frau. Die Nazis machen daraus ein Schwerverbrechen. Die drei Richter, die Schöffen, der Staatsanwalt, erörtern die Liebesnächte, die Geburt von Werner, den Umzug der jungen Mutter nach Mainz. Der Angeklagte ist geständig. Auch die Zeugin Lina Lahr streitet nichts ab. Am 14. Dezember 1937 erfährt Fritz Beckhardt das Urteil. 1 Jahr und 9 Monate Gefängnis. Von Zuchthaus wird abgesehen wegen der außerordentlichen Verdienste im Weltkrieg. Die Beziehung und die Geburt des Kindes seien schwere Verstöße gegen eines der Grundgesetze des Dritten Reiches. Die Wiesbadener können die Geschichte am nächsten Tag beim Frühstück in der Zeitung lesen. Der Häftling Fritz Beckhardt wird an das Gefängnis Frankfurt-Preungesheim verlegt. In der Nacht des 9. November 1938 brennen in ganz Deutschland die Synagogen. Auch die Wiesbadener Synagoge am Michelsberg wird von SA-Leuten niedergebrannt. Ich war sehr schockiert und traurig und wie gesagt, da habe ich das erste Mal so ein innerliches Angstgefühl bekommen. Weil ich das konnte ich ja nicht auf die Reihe bringen, wie man so schön sagt. Für Juden gibt es keine Sicherheit mehr. In der gleichen Nacht fallen SA-Leute in die Wohnung der Großeltern Beckhardt ein. Mein Großvater, den kenne ich als Vorgänger von meinem Vater. Drauf. Und der hat sich nach meiner Erfahrung, meiner Information, hat er sich gewehrt, ist gegen die Leute angegangen und wollte sie verjagen oder hat sich auf jeden Fall gewehrt. Und die haben einen Schrank, einen großen Schrank umgekippt und der ist auf ihn gefallen. Und dadurch wurde er verletzt und kam ins Krankenhaus. Und ist dann im März des 1939 verstorben. Auch Franziska Beckhardt, kurz Großmutter, stirbt kurz darauf aus Gram. Doch der Pogromnacht folgt ein Hoffnungsschimmer. England will 10.000 jüdischen Kindern Asyl geben. Meine Mutter hat mir das so gut beigebracht, so wie schön nach England und alles. Und den Schmerz, den sie an dieser Trennung als Mutter von ihrem 12-jährigen Sohn gehabt haben muss, das hat sie nie gezeigt. Ich bekam einen neuen Koffer und ein paar Kleidung. Paar Kleider und so manches neu und das war ja alles toll. Und es ging ganz schnell, weil wir hatten ja eine relativ kurze Frist. Es ist der Morgen des 13. Juni 1939. Kurt ist 12 Jahre alt. Er ist aufgeregt. Die Eltern seiner Mutter bringen ihn hinunter zur Haustür. Ich bin mit Oma und Opa und Koffer in diesem Aufzug im Haus runtergefahren, voller Freude und ich denke sehr oft jetzt, welches Empfinden meine Großeltern gehabt hatten, als sie mit mir diese letzte Fahrt runter, es war ihnen sicherlich bewusst, dass sie mich nicht mehr sehen werden.
Und ich bin da raus, freudestrahlend. Die Mama war dann da unten. Da sind wir in ein Taxi gestiegen, war ja auch was. Und dann zum Bahnhof gefahren. Und dann, genau wie wir nach Frankfurt gefahren sind, ob da schon mehrere Kinder waren, das weiß ich nicht. Nur auf einmal war ich im Zug und da waren mehrere Kinder und da ging es schon gleich rund. Emil und Johanna Neumann, kurz Großeltern, werden das gleiche Schicksal erfahren wie 1200 andere Juden aus Wiesbaden. Sie werden 1942 deportiert und ermordet. So wie 6 Millionen Juden in ganz Europa. Von Frankfurt fährt die Kindergruppe nach Bremerhaven Überseebahnhof. Ich war hochbegeistert, nach England zu kommen. Ich konnte mir keine Vorstellung machen von England, aber weg von hier. Kurt ist ganz auf sich allein gestellt. Das war toll. Da habe ich mir das erste Mal in meinem Leben Apfelsaft und Frankfurter Würstchen selbst kaufen können. Das war ein Erlebnis. Stimmt. Das war eine große Sache. Das hat mein Selbstbewusstsein sicherlich ziemlich gefördert. Die Emigranten, die sich auf dem Ozeanriesen Europa einschiffen, müssen ein letztes Mal Schikanen über sich ergehen lassen. Als ich meinen Koffer dort aufgemacht habe vor dem Zoll, da lag aus dem Familiensilber ein komplettes Besteck, was wir hier eigentlich nicht mehr hätten haben dürfen. Und das sofort saß einer, weiß ich noch, der hatte so eine Uniform, grüne Uniform, ob ich eine Ausfuhrerlaubnis nehme, um das mitzunehmen. Und das habe ich verneint, da hat er es sofort genommen. Und nachdem er das weg hatte, hat er mich auch nach meiner Uhr gefragt. Deutscher Beamter, 1939. Am Abend legt das Schiff endlich ab. Das Ziel, Southampton in England. Ich hatte schon im Hinterkopf das Gefühl, dass es besser wird, denn ich wurde ja als Kind beschimpft von den anderen Kindern und wurde auch zum Teil von 1 oder 2 Jungs, die ich leider sehr oft getroffen habe, immer geschlagen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist vorbei. Ein Dampfer brachte 200 jüdische Kinder nach Großbritannien. Flüchtlinge aus Deutschland. Sie kommen aus Familien in Berlin, Leipzig, Breslau, Hamburg. Die Jüngsten sind 5 Jahre alt, die Ältesten 17. Sie werden in Großbritannien eine Ausbildung erhalten. Die meisten Kinder dieser Transporte werden von Familien aufgenommen. Für wen sich keine Familie findet, der kommt in ein Heim. So geht es auch Kurt. Das Barham House in Claydon an der Ostküste Englands wurde vor 40 Jahren abgerissen. Heute ist hier ein Picknickplatz. Das waren die Häuser, in denen wir gewohnt hatten. Und das hier ist der Eingangsbereich, so wie ich ihn kenne. Dann waren hier die Häuser und in einem von diesen Häusern habe ich gewohnt. Ich weiß nicht, ob es das da hinten war oder schon gleich hier vorne. Die 100 jüdischen Jungen sind im Barham House ohne Lehrer, Eltern oder Geschwister. Sie vertreiben sich die Zeit mit Lesen und Spielen. Ich habe sofort oder bald, glaube ich, den Abenteuercharakter aus dieser Sache gesehen. Aber nachts kam dann das Heimweh. Nachts kam das Heimweh. Musik.
Drei Wochen später darf auch Kurts Schwester nach England reisen. Die kleine, selbstbewusste Hilde wird von einer Familie im schönen Cornwall aufgenommen. Bald ändert sie ihren Namen in Sue. Das klingt englisch. Nur wenige Kinder dieser Kindertransporte konnten mit ihren Geschwistern fahren. Das hat ihr vielleicht psychologisch geholfen. Die Sache mit Kurt und Sue war die: Sue sah Kurt als älteren Bruder. Aber Kurt sah Sue paradoxerweise auch als ältere Schwester, weil sie so eine starke Persönlichkeit war. Sie war selbstbewusst, regte sich nicht auf, konnte mit Schwierigkeiten umgehen. Sie hatte vor nichts Angst. Ich glaube, das geht auf ihre Kindheit zurück. Sie war da wie ihr Vater. Für Fritz Beckhardt endet am 29. Juli 1939 die reguläre Haftstrafe. Doch anstatt in die Freiheit entlassen zu werden, wird er in Schutzhaft genommen. Das heißt Konzentrationslager. Er wird nach Buchenwald gebracht. Emma Beckhardt hat seit der Verhaftung immer zu ihrem Mann gehalten. Und fast jeden Tag muss sie den Behörden Rechenschaft ablegen. Sie sucht nach Wegen für eine gemeinsame Ausreise. Es ist der erste Kriegswinter. Fritz kommt in die Strafkompanie und muss 7 Tage in der Woche im Steinbruch arbeiten. Die Chancen für einen Juden, noch dazu mit Rassenschande im Strafregister, hier herauszugelangen, sind winzig. Und doch geschieht das Wunder. Fritz wird mit dem Hinweis auf seine Verdienste im Ersten Weltkrieg entlassen. Die Beckhardts dürfen Ende 1940 endlich über Portugal nach England ausreisen. Meine Eltern sind in Sicherheit, immer in Lissabon, beim Onkel Fritz. Ich konnte vor lauter Freude mich kaum einkriegen, das weiß ich heute noch. Und das Wiedersehen, als ich aus dem Zug ausstieg und habe Mama und Papa da gesehen, da war ich vor lauter Anspannung. Da war mir diese Riesenfreude, die war mir nicht mehr bewusst. In London helfen den Beckhardts alte Kontakte. Golders Green im Norden der Metropole ist schon seit Jahrzehnten das Viertel der jüdischen Einwanderer. Hier, wo Englisch, Jiddisch und auch Deutsch gesprochen wird, finden sie Unterschlupf. Sie treffen auf gute Bekannte. Fritz hatte vor dem Krieg Geschäftspartnern zur Flucht vor der Gestapo nach England verholfen. Jetzt betreiben die Frohweins hier in Golders Green eine koschere Metzgerei. Über dem Laden beziehen die Beckhardts eine bescheidene Wohnung. Kurt freut sich, dass er endlich wieder mit den Eltern zusammen ist. Anders seine Schwester. Sie war ziemlich gespalten, als sie wieder zu ihren Eltern sollte, denn sie war sehr glücklich in Cornwall. Sie wäre gern dort geblieben und ging erst 15 Monate nach der Ankunft der Eltern zu ihnen zurück. Für die Neuankömmlinge aus Deutschland ist die Millionenmetropole an der Themse eine fremde Welt. Mein Vater konnte sich nicht integrieren. Mein Vater hat die Sprache nicht beherrscht. Von beherrschen hat sie überhaupt nicht gelernt. Und hat sich mit seiner Art, die war alles andere als britisch, da hat er sich nicht so gut eingeführt in seine Umgebung als meine Mutter. Und meine Mutter ist eigentlich, besonders in Golders Green, überhaupt nicht aufgefallen. Steinbockenheim in Rheinhessen. Hier ist Fritz Beckhardts unehelicher Sohn Werner mit seiner Mutter Lina nur geduldet.
Mitten im Krieg werden sie zurück nach Mainz geschickt, in den Bombenhagel der britischen und amerikanischen Bomber. In der Stadt, inmitten der Ruinen, geht Werner zur Schule. Ich wäre gerne ins Gymnasium gegangen in Mainz. Und das Fräulein in Mainz hat es auch empfohlen. Die kam eines Tages und hat gesagt, Werner, du hast sehr gute Noten. Ich empfehle dir und auch sag's deiner Mutter, dass du aufs Gymnasium kommst. Und ich bin dann freudenstrahlend nach Hause und habe gesagt, Mama, ich kann ins Gymnasium. Und dann hat sie für mich unverständlich reagiert, ne? Nein, auf keinen Fall und das geht nicht, ich habe kein Geld. Und bin ich wieder nächsten Tag zum Fräulein und habe gesagt, ja, also es geht nicht, wir haben kein Geld. Da hat sie gesagt, wir haben Bücher, leihweise für Kinder, die kein Geld haben, die bekommst du und dann kannst du ins Gymnasium gehen. Da war ich wieder ganz erfreut, kam nach Hause und es war nicht möglich, die Mutter dazu zu bringen, dass ich zum Gymnasium nicht angemeldet hat. Heute weiß ich, dass ich damals einen Arier-Nachweis, zumindest eine Geburtsurkunde, mit Vatereintrag hätte bringen müssen. Und das wolle sie auf jeden Fall vermeiden. Hostility will end officially at 1 minute after midnight tonight. 8. Mai 1945. Deutschland hat kapituliert. London steht Kopf. Ich bin mit meinem Freund nach Piccadilly Circus ins Herzen des West Ends und da war der Teufel los. Da war Musik, da war Fahnenmeer, da war getanzt. Also das war ein stundenlanges Freuen, Jauchzen, Singen und Krölen. Kurt ist mit dem Herzen ein junger Engländer geworden. Er ist lustig, er ist fleißig. Er arbeitet in einer Auto- und Panzerwerkstatt. Maybe there are times you sit and wonder that no one cares for you. Kurz danach kam das ins Gespräch, wir gehen wieder zurück. Und da hat mich meine Chefin eingeladen, die hatte eine nette, liebe Tochter, die Enid. Und da hat sie gesagt, würde dich gerne der Enid vorstellen. Kommst du mal so am Wochenende zu uns? Und da ist das erste Mal, ich wusste gleich, um was es geht, obwohl ich zu der Zeit mehr Interesse an Fußball hatte, an halt irgendwelchen Mädels oder Frauen. Und da habe ich ihr gesagt, Mrs. Smith, ich muss Ihnen sagen, ich werde irgendwann wieder nach Deutschland zurückgehen. Und das war für mich persönlich die größte Fehltat, die ich je begangen habe in meinem Leben. Kurt wird den Eltern nach Deutschland folgen. Seine Schwester, obwohl jünger, denkt nicht daran. Once she arrived in Britain, einmal in England angekommen, wurde sie mit allen Fasern zur Engländerin. Sie war fest entschlossen, nie nach Deutschland zurückzukehren, auch wenn ihr Vater das von ihr verlangte. Wiesbaden-Sonnenberg, 1950. Per Gericht haben sich die Beckhards ihr Geschäft zurückerstritten. Doch es dauert noch ein halbes Jahr, bis der Pächter, ein ehemaliger Nazi, den Laden freigibt. Ich wusste nicht, mit den Sonnenbergern anzufangen. Und die wussten nichts, mit mir anzufangen. Das war sowas von fremd. Ich kam aus einer Metropole wie London. Ich hab mit Jamaikanern wir haben zusammen ein Team gebildet schon während des Krieges an den Panzerfahrzeugen. Ich habe mit Indern gearbeitet und wenn ich in der Tube gefahren bin, da saßen alle farbigen Menschen, da saßen aus Mandalay und was weiß ich, wo die alle herkamen. Das war mein Leben. Die haben zu mir und jetzt komme ich da nach Sonnenberg.
Und da kommen das seit den ersten Mann, den ich sah, der hat so diese Skimütze auf, hat Hosen, die vielleicht vor dem Krieg mal eine Bügelfalte hatten, und eine blaue Schürze. Der hat ein uraltes Fahrrad gehabt, das hat er den Berg hochgedrückt und dann ist er zu seinem Garten gefahren. Das war der erste Mann, den ersten Wiesbadener, den ersten Sonnenberger, den ich gesehen habe. Die Mädchen, die ich so habe kennengelernt, die lokalen Mädchen, das konnten die sich nicht vorstellen, einen Juden zu heiraten. Ich habe aber auch dann andere kennengelernt, die das nicht wussten, dass ich Jude war. Und dann habe ich gemerkt, ich habe nie ein langes, großes Verhältnis gehabt, aber ich habe gemerkt oder empfunden, ich weiß gar nicht, ob ich mir das vielleicht auch habe ein bisschen überempfindlich eingebildet, dass das nicht gewünscht war. Kurt und seine Eltern leben für sich, haben kaum Freunde. Fritz wird immer bitterer. Dabei gibt es Menschen, die seine Nähe suchen. In Mainz, auf der anderen Rheinseite von Wiesbaden, lebt seine frühere Geliebte mit seinem Sohn. Sie kam nach Hause, war vollkommen aufgelöst, ne? Und ich hatte ja ein exzellentes Verhältnis zu meiner Mutter, ne? Und ich habe sie dann gefragt, sie wollten das gar nicht sagen, ne? Ich habe gefragt, was ist denn, du hast doch irgendetwas, ne? Und dann hat sie gesagt, ich bin mit der Straßenbahn gefahren und habe rausgeguckt am Bahnhof und dann habe ich den Vater gesehen, ne? Das war also für sie eigentlich unvorstellbar, ne? Weil sie ja nicht wusste, dass er wieder in Deutschland ist, ne? Vielleicht hat sie im Stillen gehofft, er würde sich auch noch mal melden oder wieder melden. Als sie mir das gesagt hat, und ich wusste ja auch von Wiesbaden, das hatte sie mir früher ja schon erzählt, dann habe ich also da im Telefonbuch nachgeguckt und habe gesehen, in Sonnenberg gibt es da einen und bin hingefahren. Und damals musste man über die Brücke gehen und dann konnte man in Kastell in die Straßenbahn nach Wiesbaden fahren. Und bin dann also hin, ja, und habe mich dann in seinem Geschäft gemeldet und habe gesagt, mein Name ist Lahr, ich wollte mal guten Tag sagen. Ne? Und dann hat er eben gesagt, mit der Sache habe ich nichts mehr zu tun. Und hat mich auch stehen lassen. Ne? Und da war ich natürlich total geschockt. Ne? Bin erst gar nicht nach Hause, bin also in Wiesbaden noch ein bisschen durch die Stadt gegangen und bin dann später nach Hause und hatte nie den Mut, es der Mutter zu sagen. In Sonnenberg müssen die Beckhards Pöbeleien ertragen. Zweimal werden die Schaufenster nachts eingeworfen. Da kamen so ein paar Besoffene mitten in der Nacht und da war der Ruf. Hier wohnt der Jud Neumann. Neumann war unser Geschäft von den Großeltern her. Der Bormas von Sonnenberg. Eine Beschimpfung, die an einen Spekulanten aus den 20er Jahren erinnert. Die hat der Adolf Ach vergessen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das ist mir in die Magengrube gegangen. In und um Wiesbaden herrscht emsiges Treiben. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder lassen die Kriegsruinen langsam verschwinden. Mit Fleiß und harter Arbeit bauen Kurt und sein Vater den Laden aus. 1955 haben die Beckhards das erste Selbstbedienungsgeschäft in der ganzen Gegend. Doch Wohlstand will sich nicht einstellen. Wir wurden in keine gesetzliche Krankenkasse aufgenommen, mussten uns privat versichern. Wir hatten kaum Geld dazu. Und meine Mutter und ich haben über 6 Jahre lang, nachdem mein Vater ausgesteuert war, von seiner Privatversicherung, das gab es damals noch, haben wir
alles bezahlt. Meine Mutter war eine bettelarme Frau. Mit den Ämtern kämpfen die Beckhardts noch immer um eine Entschädigung für das verlorene Vermögen, den gesamten Besitz, den sie bei der Flucht zurücklassen mussten. Trotz der angespannten Zeitsituation habe ich doch noch versucht, persönlich dahin zu gehen, weil ich immer in dem Glauben bin, mit den Leuten kann ich reden. Aber die wollten nicht mit sich reden lassen. Und da war die Fragestellung wie im Dritten Reich. Das sind absolut Sachen, die ganz bewusst der Unterton, den Juden glauben wir einfach nicht. Fritz Beckhardt beginnt zu resignieren. Er erleidet einen Schlaganfall. Zusammen mit Emma hat er nur noch ein paar Jahre. Sie müssen sehr bescheiden leben und werden von ihrem Sohn unterstützt. Fritz stirbt 1962, seine Frau Emma 20 Jahre später. Kurt gründet seine eigene glückliche Familie. Die Brüder Kurt und Werner lernen sich erst als alte Männer kennen. Das große Problem, das ich im Nachhinein mit meiner Familie habe, ist, dass wir über nichts, aber auch wirklich nichts gesprochen haben, außer beiläufigen Sachen. Auch leider später hier in Deutschland nicht, als uns das volle Ausmaß des Schicksals meiner Großeltern bewusst wurde, haben wir nie darüber gesprochen. Ich habe das nicht angesprochen, weil ich meiner Mutter nicht wehtun konnte und wollte. Und ich gehe davon aus, so wie ich meine Eltern einschätze, dass sie uns damit nicht belasten wollten. Das Glückszeichen brachte Fritz und seinen Lieben nur Unglück. Das hat er mit sich ganz alleine ausgemacht.